Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Hallo und willkommen zum DAX-Check, zum Start in die neue Handelswoche. An meiner Seite Thomas Bergmann. Hallo Marco. Hallo Thomas. Der DAX, vor einer Woche haben wir ein neues Jahreshoch gesehen beim DAX bei 10.828 Punkten. Danach ging es eher bergab. Am Freitag knapp unter der 10.700-Punkte-Marke geschlossen, etc. Wie sieht es jetzt aus zum Start in die neue Woche? Was sind auch die Faktoren, die in dieser Woche vielleicht den DAX beeinflussen könnten? Ja, es ist wahrscheinlich so, dass die US-Wahlen im Moment das dominierende Event sind. Wir haben es am Freitag gesehen. Nachdem eben die Ermittlungen gegen Hillary Clinton wieder aufgenommen wurden im Fall der E-Mail-Affäre, ging es mit dem Dow Jones jetzt ja, 100, 150 Punkte bergab. Und das sehen wir, haben wir oder hatten wir dann auch am DAX gesehen. Es scheint die Thematik Zinsentscheidung der Fed zu überlagern. Am Mittwoch kommt ja die Fed mit der nächsten Entscheidung, wobei hier von Marktseite keine Veränderung erwartet wird. Am Freitag kommt der große Arbeitsmarktbericht. Auch hier, das scheint die Anleger weniger zu tangieren. Im Moment schaut man auf die Wahlen. Der Vorsprung von Hillary Clinton soll geschrumpft sein nach dem Event am Freitag. Und ja, das dürfte das Dominierende eben sein. Von der Konjunkturseite her, wie gesagt, angesprochen sind es die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen könnten. Aber ich denke mal, vor den Wahlen jetzt am 8. November wird sich auch niemand so recht trauen, stärker in den Markt zu investieren, weil ganz einfach das Thema Brexit, das wir ja das ist der Brexit-Absturz, dass man eben eine zweite negative Überraschung einfach erleben muss in Form eines Wahlsiegs Trumps. Die Märkte wünschen sich, so wie es ausschaut, Hillary Clinton, weil ich nicht beurteilen kann, ob das jetzt dann besser ist. Wir schauen noch ein bisschen auf die Charttechnik, da hat sich wahrscheinlich aber wenig geändert, jetzt auch durch den Freitagshandel. Ja, also wir sind minus 11 Punkte, also Langeweile pur. Wir haben hier eben diese drei Hochpunkte, die ganz leicht nach oben gehen. Eine Steigung von 10 Punkten etwa auf diese lange Distanz. Also von daher bleibt diese Range zwischen 10,8 und 10,2 einfach weiter bestehen. Es besteht die Gefahr eines Triple Tops hier oben 1, 2, 3, was eher ein negatives Zeichen ist. Wobei, wenn man das sieht, hier hatten wir nochmal eine Abwärtsdynamik gesehen. Hier eine stärkere Abwärtsdynamik. Und das Ganze hier ist schon wesentlich flacher. Das ist schon mal ein positives Zeichen, dass es hier zu keiner Verkaufswelle kommt. Also wir bleiben dabei. Wir brauchen dieses Kaufsignal über der Marke von 10.828 ist es jetzt, nicht mehr die 10.802 da hinten. Wobei die 10.828 ja Intraday ist. Dieses Hoch liegt bei 10.760 etwa. Also auf Schlusskursbasis, wenn wir da drüber gehen, dann könnte das der Befreiungsschlag sein, auf den wir eben jetzt schon lange warten, eben seit 3 Monaten. Vielleicht bringt uns ja der November eben jetzt die entscheidenden Signale. Aber in einen wichtigen Punkt oder ein wichtiges Ereignis sind natürlich die US-Wahlen. Abschließend noch das Produkt, das aktuell aus dem Heft hast du wieder mit dabei für uns. Genau, so schaut's aus. Der Turbo-Optionsschein mit einem Stop-Buy-Limit versehen im Bereich, ich müsste lügen, 10,85, glaube ich, hatten wir dann das Stop-Buy-Limit gelegt für den Schein. Das heißt, wenn wir hier oben rausgehen, auf Intraday-Basis, nicht jetzt auf Schlusskursbasis, dann würde dieses Kaufsignal aktiviert werden. Und ja, das denke ich mal, wäre dann der richtige Impuls, um vielleicht doch noch eine kleine Rallye zu sehen im Bereich 11.000, 11.200 Zähler. Heute sieht es nicht danach aus, vielleicht dann in den nächsten Tagen. Besten Dank, Thomas Bergmann. Den nächsten DAX-Check gibt es am Mittwochmorgen in einigen Bundesländern Feiertag. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.